Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier im blutdurchtränkten Krankenhaus. Wir metzeln uns seit 2 Folgen den Weg quer durch die Klinik, um Ellie zu retten. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze hier enden wird. Wir hinterlassen auf jeden Fall einen Haufen Leichen, was mir gar nicht gefällt. Ich habe auch versucht, hier dran vorbeizuschleichen, aber die beiden, die hier hinten gestanden haben. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach eine Rauchbombe werfe und laufen soll. Aber ich finde, das ist auch so ein bisschen darauf angelegt, dass wir uns hier durchballern. Was haben wir hier? Ah, wieder eine Nachricht. Hey, Anna. It's been a while since we spoke. I just gave the okay to proceed with the surgery. I really doubt I had much of a choice. Asking me was more of a formality. I need you to know that I've kept my promise all these years. Despite everything that I was in charge of, I looked after her. I would have done anything for her, and at times, here's a chance to save us. All of us. This is what we were after. What you were after. They asked me to kill the smuggler. I'm not about to kill the one man in this facility that might understand the weight of this choice. Huh. Maybe he can forgive me. Oh, I miss you, Anna. Your daughter will be with you soon. Okay, here we go. Oh, scheiße, 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 ich hab Angst. Sweet Jesus. Doctor? What are you doing in here? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Hätte ihn ja nicht direkt umbringen müssen. Carrie, shut the hell up. Come on, baby girl. I got you. I got you. Oh shit. Scheiße, da kommen wir raus. Und da steht jetzt Marlene, oder? You can't save her. Even if you get her out of here, then what? How long before she's torn to pieces by a pack of clickers? That is, if she hasn't been raped and murdered first. It ain't for you to decide. It's what she'd want.
You know it. Look. You can still do the right thing here. She won't feel anything. Das war so klar, dass er auf dem Rücksitz ist. Sehr gut. What the hell am I wearing? Just take it easy. Drugs are still wearing off. What happened? We found the fireflies. Turns out there's a whole lot more like you, Ellie. People that are immune. There's dozens, actually. Ain't done them a damn bit of good, neither. They've stopped looking for a cure. I'm taking us home. Sorry. Fuck. Wait. Let me go. Just come after her. Alter. Na, war das Ende von Teil 1? Nee, noch nicht. Was für ein Typ. Looks like we're walking. Should be a straight shot through here. All right. It's actually kind of pretty, ain't it? Yeah. Ja. Schon nicht schlecht hier. Hat auf jeden Fall schlimmere Gegenden. Hier hinten noch irgendwas. Ja, hier haben wir. Ich frage mich, wie wir hier hingekommen sind. Alles versperrt ist. Falling Rocks. Ja. Wow. Okay. Das war mal eine Straße. Look for the light. Alright. Now watch your head going through. Got it. Oh, feeling my age now. Don't think I ever told you, but Sarah and I used to take hikes like this. I think the two of you would have been good friends. I think you really would have liked her. I know she'd have liked you. I bet I would have. Wirklich wunderschön hier, ey. Oh. Right down there. Wow. Just a little bit further now.
Schnell mal das Gesicht waschen hier. Oder auch einfach nur nasse Schuhe kriegen. I got you. In your hand. All right, come on. Hey, wait. Back in Boston? Back when I was bitten, I wasn't alone. My best friend was there. And she got bit too. We didn't know what to do. So, she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. I'm still waiting for my turn. Ellie. Her name was Riley, and she was the first to die. And then it was Tess. And then Sam. None of that is on you. No, you don't understand. I struggled for a long time with surviving. And you... No matter what... You keep finding something to fight for. Now, I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the Fireflies is true. Oh, fuck. I swear. Oh. Bold in the face. Was für ein Ende. Oh, was für ein Scheißversprechen. Und auch noch so, ohne nachzudenken. Ey. Oh, direkt ins Gesicht gelogen. Bitter. Ihr lieben Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen Kommentar unten und einen Daumen oben. Guckt in die anderen Let's Plays rein. Und ich verspreche euch jetzt hier, dass ich es irgendwie schaffen werde, in den nächsten Let's Plays auch ein Avatar, ein Bild, ein Video von mir drin zu haben. So, dass ihr mir quasi dabei zugucken könnt beim Zocken. Das haben sehr, sehr viele Leute gefragt, auch wieder bei diesem Let's Play hier. Und ich werde das Ganze mal angehen. Es ist ein bisschen schwierig immer mit dem 21:9 und dem Streamen, weil ich kann in 21:9 nicht streamen, wohl aber aufnehmen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das alles mache. Irgendwie wird es schon funktionieren, ihr Lieben. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis hoffentlich zum nächsten Let's Play. Ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil. Ich bin super, super gespannt, wann der endlich für den PC rauskommt. Und ich hoffe, er ist nicht genauso beschissen optimiert wie dieser Teil hier, weil das war wirklich ein Krampf, bis wir es überhaupt an dem Punkt hatten, dass man es vernünftig, flüssig sehen und aufnehmen konnte. Naja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Was für ein grandioser Soundtrack.
schlimmsten Leute sind das denn, ey? Krass.
jedes Mal wieder unfassbar beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen an so einem Projekt beteiligt sind. Unfassbar. Spiel abgeschlossen. Du hast die Modi Neues Spiel Plus und Schnelllauf freigeschaltet. Sie können beim Start eines neuen Spiels aktiviert werden. Neue Charakterdesigns, Waffen, Skins, Gameplay-Modifikatoren, Filtermodi und andere Bonusinhalte sind im Extras-Menü verfügbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Bis zu Teil 2.